Der Jubel kannte keine Grenzen. RB Leipzig hat nach dem 5:1 gegen den 1. FC Saarbrücken vorzeitig den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft. Nicht nur für Erfolgstrainer Alexander Zorniger ging damit ein Traum in Erfüllung. Das ist unglaublich, ja. Das ist in der WM-Schüssel mal einen Aufstieg feiern. Das war schon so ein Ziel, wo ich mal hatte. Ich glaube, Leipzig ist stolz auf uns. Wir können stolz auf die Leute sein, die so uns unterstützt haben über das ganze Jahr. War ja nicht nur heute oder gegen Darmstadt, so war ja auch die anderen Monate und Wochen so. Also von daher, glaube ich, haben wir heute einen Tag, wo wir stolz sein können und wo alle Leipziger auch stolz sein können. Ich glaube, die Zuschauer haben schon das Spiel gesehen und jetzt wird richtig gefeiert. Und da sind die Leipziger auf jeden Fall zweitligatauglich. Für den RB ist es bereits der 2. Aufstieg in Folge. Und wer weiß, vielleicht gibt es im nächsten Jahr tatsächlich wieder einen Grund zum Feiern.